Meine Knie, die tun wir hin weh. Seit einiger Zeit ist so eine Entzündung drin und irgendwie scheinbar auch etwas mit den Bändern ist nicht ganz gut. Und das ist glaub für mich als so ein bisschen Hobbyfußballer natürlich doppelt so schwierig. Da brauchst du irgendwie gleich ein gesunde Knie. Spannend ist, dass in dieser Zeit, als ich mit diesen Knien so eine Sache hatte, auf einen Bibelfers gestossen bin. Und zwar aus dem Hebräerbrief, Hebräer 12, Vers 12. Ich möchte euch den gerne mal vorlesen. Macht also die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest. Geht auf rechten Wegen, damit die lahm gewordenen Füße nicht auch noch verrenkt, sondern wieder heil werden. Das ist also ein echtes Krankenlager hier. Von zitternden Knien zu schlaffen Händen und lahmen Füßen. Also, da kannst du nicht mehr schütten. In diesem Bibelfers steht dann auch, wie dass die Knie, die Hände, die Füße stark werden können. Wie dass sie gesund werden können. Ja, ich meine, das kann ich dir ja auch sagen. Ich meine, wenn ich so ein bisschen mein Fußballerwissen zusammenkratze und kombinieren, so mit dem Medizinalwissen, das ich von meiner Frau habe, als Krankenschwester, dann käme ich auf etwas. Und zwar ist es ganz einfach. Erstens, schonen. Zweitens, salben, hilft allenthalben. Und drittens, wenn das alles nichts nützt, dann musst du zum Doktor. Spannend ist in diesem Bibeltext, dass näher steht, wie das Knie, die Füße stark werden, gesund werden. Und zwar steht dort ein einziges Wort, und das hat mich total komisch gedacht. Es steht geh, gang. Brauch's. Brauch deine Füße, brauch deine Knie. Wie gesagt, als ich die Sache hatte mit dem Knie, da bin ich gerade auf den Bibeltext gestossen. Und was habe ich gemacht? Ich habe geschont, ich habe gesalbt und ich bin zum Doktor. Und ich habe jeden Tag angefangen, ein Kerli machen. Immer so ein bisschen gelaufen, dass ich es immer ein bisschen brauche. Mir ist das so zu einem Bild geworden für mich gelaufen. Ist es nicht so, dass ich sehr oft echt die mutigen Schritte nicht gehe? Dass ich sehr oft irgendwo, ja, mit zu fest manchmal wie schon und denke, das kannst du doch jetzt nicht, das machst du jetzt auch nicht. Und dann bist du in einem Stress mit irgendjemandem und es wäre vielleicht dran, mal zu dieser Person zu gehen und um Vergebung zu bitten, aber du machst es nicht. Wie ist das bei dir? Hast du ein weiches Herz? Lass dich berühren von der Not von anderen. Hast du harte Füße? Gehst du so Wege? Manchmal schon schwierige Wege. Wege, die dich etwas kosten. Ich möchte dir einen starken Tag wünschen. Einen Tag mit möglichst wenig Krankenlager. Und ich wünsche dir ein weiches Herz und harte Füße.